Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der NF Match Map. Tja, wir haben hier im Süden am heutigen Ingame-Tag nicht viel Geld verdient, aber die Produktionen sind randvoll. So, kommst du runter? Guten Tag, moin moin. Ja, ich bin Hallo. Auf dem Weg. Moin. Moin. Moin! Wir haben gut Geld verdient, im Stream zum Ende haben wir nochmal kurz die Zahlen offengelegt, also unsere Tageseinnahmen waren gut, aber dafür sind Produktionen ja auch leerer. Also irgendwie ist das ja immer ein Hin und Her hier. Ja, eigentlich noch ziemlich voll, oder sollen wir die einmal füllen? Ich hab 49. Ich fülle es einmal, bevor man zum nächsten Feld fährt. Können wir direkt in die. So war der Plan, ja. Geldstoff. Benjamin, geht's noch oder musst du auf Unkraut warten? Nö, ich fahr ganz normal weiter. Okay. Ich mach mich gerade mit Missionen. Machst du Unkraut oder was? Ja, was ich mach du? Unkraut. Ich räume mal kurz einen Hof auf. Wie schnell kannst du? Weil Tabak lohnt noch nicht, das ist nur ein Teil reif. Ja, das ist unwesentlich. Ich stelle auf 15 ein, ich fahre bei einem Vorgewende, dass wir besser fahren können. Ja. So, bald kommen wir in den Spulbereich auf jeden Fall. Hier ist wieder ratzfatz. Natürlich auch sehen, dass die Produktion gut sind. Geleert müssen sie während die Produktion, ja. Alle hier voll oder was? Können nicht mehr produzieren bei dir? War kurz vor knapp hier. No. War doch. Ja, was probst du? Ja. Ja, danke. Hm? Abfahrer für Hopfen. Der Trecker war, ach, der ist nicht mehr da, ne? Wo ist der Anhänger denn? Steht er noch da auf dem Feld? Ne. Immer diese Zäune. Ich hab mich hier zurückgenommen. Auf den hat die Map dekoriert. Nämlich den LKW. Balsamen und bei den Anzieher. Es war nicht Salazar. Der Anhänger hat ihn leer gemacht. Salazar würde mir Steinmauern bauen. Moment. Ich mach mal das Glück kurz ein bisschen größer, das Eck. Benjamin, wo hast du das Maisschneidwerk hin? Das steht so an der Stirnseite von der einen Halle. Okay. Ah, ich seh's. Neben dem Baum, wo ich gegengefahren bin. Ja. Neben den einzelnen Heuballen. Ja, genau da. Ich fahr nur die langen Seiten. Ja. Aber interessant, dass sich das Rohr überhaupt nicht bewegt, aber trotzdem in den Anhänger füllt. So, nochmal ein Aufruf an die Zuschauer natürlich. Gerne irgendwie Tipps rein oder Tipps, also die Ideen für Challenge am Wochenende. Also gerade im Stream hatten wir noch eine Idee zum Ende. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt hattet. Art Staffellauf sozusagen. Also nicht laufen, sondern dann vielleicht mit einem Pferd, mit einem Auto, mit einem, was weiß ich, Trecker. Muss ich Pferde ausleihen? Einzelne Inseln. Genau, kann man Pferde bei euch ausleihen. Oh, das wird teuer. Würde wahrscheinlich dann, ich dachte so vorgehen, man startet auf irgendeiner Insel, muss dann einmal außen rum fahren, so ungefähr, und fährt dann meinetwegen Richtung Mitte und da übergibt man an seinen Teampartner. Der fährt dann zur nächsten Insel, muss da einmal rundherum fahren und übergibt dann nochmal wieder an den anderen und ne, so, dass man da
einmal um die Inseln rum ist. Nein, verdammt. Kein Speicherleck oder so etwas. Die Idee ist gar nicht schlecht. Da sowas irgendwie eine Art, ne? Ich weiß nicht, ob das dann ja zu lang wird. Dann können wir alle zu Fuß laufen, nee, und es natürlich Stunden dauern, aber. Sollte funktionieren. Die Frage ist, ob wir das fürs nächste Mal schon machen, weil da brauchen wir auch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, allein um uns einen Kurs und sauberen mit Hindernissen alles auszudenken. Nee, brauche ich nicht immer groß Hindernisse. Das reicht doch, dass du rundherum fährst. Also ich dachte, man fährt theoretisch einfach echt nur einmal die Außenrunde. Ja, wenn man schon Pferde hat, dann muss man ein bisschen Springreiten oder dergleichen machen. Ja, dann macht nur sowas irgendwo. Und der ein Feld in der Mitte opfern und da einen schönen Parcours für Pferde aufbauen. Oder mal Reittraining machen. Das wäre ja grundsätzlich mal eine Idee. Sowas haben wir denn überhaupt noch nicht gemacht. Gibt doch bestimmt auch Mod mit Pferdehindernissen, oder? Ja. Nicht so umfangreich, glaube ich, oder? Die sind einzeln, die muss man nur selber stellen. Ja, das meine ich ja. Ja, wir hatten doch aber schon mal so eine Pferdereit-Challenge. Wer hatte das denn gemacht? Aber es war, glaube ich, noch irgendwie Hans erkannt oder so. Ne? 17 hat es keine Pferde. Ja, das war Ende. Muss ja das erste Match gewesen sein, was wir gemacht haben, oder? Mhm. Da müsst ihr doch auch noch dran erinnern können, oder? Bin ich da ein? Ne, das war Hans. Ja, genau, ne? Und oder der andere da. Ich weiß nicht, wie der andere hier. Das waren zwei, meine ich, die es gemacht haben. Ja, genau. Die hatten doch schon mal so ein Parcours aufgebaut damals. Was muss denn im ersten Matchmap gewesen sein, also unserem ersten Matchmap-Projekt in LS19? Du meinst dann dieses mit dem Ende mit dem Fußballspiel? Das haben wir auf der normalen Marsch gespielt, auch, nicht ja auf der Match. Das haben wir auf der normalen Marsch gespielt. Ja. Glaube ich nicht. Doch. Das war auf ja, der doch normalen Marsch. Das war auf der normalen Marsch. Ich hätte sonst vielleicht auch noch eine Idee. Wir haben auf der normalen Marsch am Anfang mit unterschiedlichen Höhen gespielt. Bremswagen ziehen. Stimmt. Traktor-Pulling. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Bremswagen ziehen, Traktor-Pulling. Aber kann man da irgendwie... Ja, das geht da überwiegend nach den Fahrzeugen, ne? Ja. Weil jeder das gleiche Fahrzeug kriegt, müsste ja eigentlich auch jeder gleich weit ziehen, ne? Ja. Da gehst du Gas runter. Weiß ich nicht. Ja, und ich kann erkennen den Mod nicht. Gibt's da so extra eine Map für, ne? Ja, ich glaube wohl. Ich glaube, Manus hat das mal eine Zeit lang gemacht, ne? Oder ab und an. Ja, die haben Fahrzeuge. Hat mal einen Anhänger voll. Ja. Ja, Düngersteuer per Helfer fahren, oder hast du gerade? Ja, ich meine, ein. Dann Helfer. Ich mache Tierversorgung gerade. Habe ich jetzt kurz einen Helfer drin im Drescher, um den einmal abzufahren. Also Micha, da müssen wir uns nochmal was einfallen lassen. Oh ja. Ich würde sagen, die Grünflächen jeweils an den Feldern. Zeit. Ja, es wird drauf hinauslaufen. Lass du mal erst bei 8 Minuten. Weil die sind auch schön lang, die sind zwar nicht so breit. Schulzeit, ne? Fallen halt unsere Parkflächen für Drescher raus. Jo. Aber wenn man sieht, was da runtergekommen ist. Wobei, nee, die fallen noch nicht mehr raus, wir müssen nur halt die untere Seite nehmen. Ja, immer die beiden langen Stücke. Würde ich jetzt schon mal einen Flug nehmen und anfangen. Ach, das andere ist noch ein Dings. Gott. Was brauchst du? Ich brauche Pflanzenschutz. Musst du zurückfahren auf den Hof und da aufladen? Ja, dann weiß ich aber nicht mehr, bis wohin ich gefahren bin. Das ist das Problem. Dann das Wasserfass nehmen. Pflanzenschutz? Ah, siehst du doch über die Übersichtskarte. Ich muss mal kurz den anderen Trecker nehmen dann. Weil hier ist doch Unkraut überall. Das siehst du doch über Escape, also Übersicht, wo kein Unkraut ist. Eigentlich. Theoretisch. Ja, oder du wartest, bis Unkraut dann kommt, Benjamin. Also bei uns ist Unkraut gekommen. Also müsste das dann auch gleich rüberkommen, dann kannst du zum Hof fahren. Ja, ich weg. Durch die Spulen müsste das jetzt relativ schnell nachlaufen. Stimmt, ja. Muss
müssen natürlich dann auch bald aufpassen, wenn die nächste Wachstumsstufe kommt, ne? Du hast den, dann nimmst du den kleinen Trecker von mir. Die wäre? Benjamin, dann kriegst du einen kleinen. Lucky Lucky machen? Deswegen. Ist ja nicht das Problem. Dann komm vom Feld runter. Tauschen wir die Trecker. Weil die Mission kann ich auch mit dem Großen machen. So. Ja, das ist egal. Hawk, hier nochmal eine Fläche. Die bieten sich gerade an. Mist. Treff mal am Hof. So. War ja auch ein Tag. Ja, ich muss auch tanken. Welche Teil des Teils erntereich, ne? Oder? Hat keinen Wert. Und die können wir jetzt, würde ich fast sagen, haben wir vorher. Also ein bisschen, ne? Micha, einmal Lona bitte. 120 und 17 und die Ecke ist komplett schon erntereif. Aber am nächsten Morgen wahrscheinlich ist dann Wachstum da. Ich komme. Steuerfeld ist mein Helfer? Nee. Doch, ne? Ja, doch. An Feld 6 steht mein Düngerstreuer. Aber ich nehme den Trecker gleich mit. Warum hängt das hier? Ist voll, Benjamin. Ja. Micha, wir sind fertig. Jo. Danke. Ich glaube, du musst noch tanken fahren, Benjamin. Was ist das hier hinten für ein Stock dran? Was für ein Stock? Hä? Was? Wahrscheinlich auch ein Grafikproblem bei mir oder so. Das sind Schläuche. Nein, der gerade hinten weggeht. Scheint ein Grafikproblem zu sein bei mir. Ja. Achso, Tank wollte ich, genau. Mist, nur schneller. Oh oh. Ihr seid euch einig. Brücke verfehlt oder was? Ja. Was macht ihr? Ich hab zu früh eingelenkt und dann bin ich vor der Brücke in den Graben gerutscht. Machst du halt das Trecker-Aquarium? Ja. Klingt ja begeistert. Ich war überamüsiert, weil ich ihn eigentlich mit dem Drescher überholt hatte. So, jetzt. Verstehe ich. Aber ich muss mal eben die Ernte unterbrechen. Oder? Naja, ich warte noch einen Moment. Wieso wartest du auf Wachstum? Nee. Wir warten auf BGR-Einnahmen. Wie aufs Unkraut. Kannst du gucken, ob da noch genug Ballen sind oder musst du einmal auslagern? Ich hab 42 Ausschüttungen. Gut. Was? 97.000. 150 passen rein, ne? Ja. Hm.
Micha, was kostet der Dünger? 1.300. 50.000. Dauert noch. Rücken offen. Ist notiert. Merci. Auf welcher Insel ist Rewe? Bei mir. Was willst du denn verkaufen? Preise für den nächsten Tag. Was? Bier? Ja, Rewe kauft für Bier. Ja. Ja. Dann helfe ein, ne? In dem Moment, dann kann ich den gleich leer machen. Du wartest jetzt auf Unkraut, da, Benjamin? Hab ich schon. Ah, schön. Komisch, wir müssen da nie warten, wir kriegen das immer so. Unkraut. Dreht sich der LKW so dumm ein hier. Beiwuchs heißt das richtig. Beiwuchs? Ja. Jo, das war schön. Gut aus. Ersten Einnahmen des Tages sind zu verzeichnen. Wo ja auch bei euch ja auch teilweise, ne? Ja. Ungewohnt immer dieses einfache Spielgeschwindigkeit laufen ist. Also wenn man die Brauerei besucht, ne? Das ist ja immer furchtbar. Speedplayers Mod verwöhnt einen ganz schön, ne? Ja, auf jeden Fall. Holger, wir müssen Kalk bestellen. Reicht wohl nicht. Ja, nicht ganz. Echt? Echt nicht, ne? Ne, ich habe noch 4.000 drin und habe vielleicht noch 2,5-3 Bahnen. Du sollst das auch nicht heimlich essen. Ne, ich ziehe mal da rein, weißt du? Ach so, noch schlimmer. Richtig, ich habe... Oh, wir haben doch seitdem nicht gekalkt. Da drescht auch nicht viel los. Könnt ihr manchmal Kalk im Paket versenden? Nee. Nee. Könnte schwierig werden. Weißes Pulver nur in kleinen Päckchen. Die sind verdammt teuer. Hm, wahrscheinlich. Hat immer noch 2,4 Millionen. Ihr sitzt immer auf eurem Geld, oder? Macht ihr mhm.
Holger schuldenfrei? Ganz. Ganz schuldenfrei oder nicht ganz? Nicht ganz. Also gut, kritisch. Wenn ich das Konto blank machen würde, wird es fast klappen. Na gut. Aber theoretisch spätestens nach dem nächsten Verkauf. Ja, da ist auch wieder gut Geld zu holen, wahrscheinlich am nächsten Tag. Micha, wie sieht das aus hier, die Fläche am Sägewerk auch? Jo. Und nur noch auf gute Verkaufsstationen mit guten Preisen. Nicht nur du. Im Norden, da müssen wir ein bisschen Zeit sparen. Nee, im Süden, also wir müssen die Flächen grüne Pfeile noch einmal bearbeiten. Ja. Wie meinst? Wir müssen sowieso noch gerade Kanten ziehen an den Flächen. Boah, relativ. Fangen wir schon mal an, ein bisschen mit Gerste auf dem Feld nebenbei, ne? Hast du? Fangen wir schon mal an mit der Gerste auf der Ecke, wo so viel reif ist. Soll ja ordentlich aussehen. Boah, gut, dass der LKW so viel Leistung hatte. Salazar, weißt du jetzt, was ich vorhin meinte? Ich weiß nur, was du da bastelst. Das ist... Komisch. Das, ja, natürlich ist das komisch, weil das nicht mehr handelbar ist. Für das, was ich vorher bräuchte. Die 10 braucht auch noch eine Düngerstufe, ne? Man wirtschaftlich ist. Wirtschaftlich ist das auch. Man fährt ja nicht jeden Tag mit 240.000 Liter Mischration durch die Gegend. Alter! Nee. Wenn du damit nicht unbedingt zur Gärtnerei musst. Nee, muss ich nicht. Im Hafen 1716. Das ist aber 300 weniger, wie es geben könnte. Ja, aber manchmal kann man eben nicht immer drauf warten, ne? Weil sonst hast du nachher nur noch Zeugs und wirst es nicht los. Wir haben nämlich schon einiges am Start. In 2 Monaten merkst du, oh, hätte ich mal verkauft damals, jetzt habe ich 1 Million Mischfutter. Verkauf mal schnell 1 Million Mischfutter, da bist du ja auch einen ganzen Stream mit nachher beschäftigt. Gut möglich, meine Lieben. Gut möglich. Apropos Stream, wie sieht's mit Folgenende aus? Huch, Salazar. Salazar, unsere eingebaute Uhr. Ja, jetzt mal eilig. Aber gut, ich habe nicht angefangen. Wenn wir aufhören wollen, können wir machen. Dann sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Donnerstag 9 Uhr geht es ja weiter. Wird es hoffentlich hell. Das sehe ich auch wieder mehr. Da fahre ich nicht vor die Brücke ja immer. Also bis dahin und tschüss. Tschüss. Ja.